So, würde ich sagen, dann haben wir die Inseltour-Sachen gemacht und dann würde ich als nächstes hier mal mindestens einmal kurz das Insektus zu dir angehen. So. 3 Minuten. Ja, ist alles gut. So. Ich will teilnehmen. So, dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier so Schönes fangen können, ne? Oh. So. Ah, okay. Schon krass, das. Ja. Ja, manche Leute sind halt irgendwie so komisch, ne? Dass die selbst die ganze Familie vergrauen oder fragen. Also ich verstehe es halt nicht. Weil Familie ja verdammt wichtig ist. Naja. Traurig ist ja auch, im Prinzip, jetzt sieht man sich mal wieder, ne? Ihr euch alle. Und dann sieht man sich vielleicht dann wieder lange, lange Zeit nicht. Dass das alles dann so gezwungen ist. Das ist wie, was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, wenn Leute hier so Weihnachten feiern. Und sich dann zwingen, mit allen dann irgendwie auszukommen. Wenn man sich nicht leiden kann, dann zwingt ihr es doch nicht. Bringt doch auch nichts. Naja. Ich hoffe, dass das trotzdem bei euch da irgendwie noch, was soll ich sagen, beendet klingt ein bisschen doof, aber dass das halt trotzdem jetzt nicht so zu negativ wird, ne? Vorne einen Schwimmfisch gesehen. Schwimmkäfer meine ich. Ah, super. Guck mal, haben wir noch 10 Insekten gefangen. Ist ja auch super. Fällt halt mit keinem von denen. Ja, guck mal. Das ist auch super. Also. Ich sag mal, im Prinzip, ich sag mal, es ist ja auf jeden Fall eine bessere Sache, als sich halt die ganze Zeit zu fetzen oder was. Ne? Insekten heute einfach hier sind, ne? Aber eigentlich, also ich muss sagen, das gefällt bei euch schon ein bisschen besser als sonst. So. Gut, dann gucke ich mal, wie viele Punkte ich eigentlich habe. Kauf mir alle ab. Ja, boah, das ist aber ein schöner Preis. So. Etwas anderes. Punkte einlösen.
Weil das wäre cool, wenn ich ein paar... Genau, Termitenbau. Davon hätte ich gerne ein paar, weil damit kann man coole Sachen bauen. Bei den anderen habe ich eigentlich mega viele. Obwohl, da waren auch irgendwelche Sachen, die ich auch so nützlich fand. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Na, muss ich mal gucken. Vielen Dank, Rudi. Was war das? 234? Guck mal nach. Vielen Dank für den Follow. Danke für die Unterstützung. Jetzt willkommen in unserer kleinen Gruppierung. Danke, danke. So. Ja, ich spendiere jetzt alle Punkte. Vielleicht kriegen wir noch einen Also, auf jeden Fall möchte ich noch einen Termitenbau haben. Weißt du nicht genau, wo ich die hinpacke, aber da wird sich bestimmt noch irgendwie was Schönes ergeben. Ich hatte irgendeinen Gegenstand, wo ich gedacht habe, boah, cool, den... Mit einer Weihhemd. Da lohnt sich das eigentlich. Naja, vielleicht sollten wir auch wirklich einen größeren Park bauen oder sowas. Na komm. Boah. Mich deinen Termitenbau. Gefühlt kriegt man immer dasselbe, ne? So. Okay. Okay, wenn ich hier auf dem Weg noch ein paar Insekten finde, dann nehme ich sie mit. Und, dann kann ich die gleich... Dann kann ich die gleich mit dem Lager sortieren. Oder besser gesagt, ich kann eigentlich schon direkt an Insekten verkaufen, deswegen. Okay. Ja, aber ich würde sagen, ich hole jetzt ein paar Insekten zum Verkaufen und danach würde ich dann sagen, dass wir dann direkt zum zur Hochzeitsdings da gehen, dass ich dann noch ein paar Hochzeitsbilder mache. Wegen den Kristallen kann man ja dann auch noch gucken. So, warte mal, genau, die nehme ich auch, glaube ich, als erstes mit. Dann hole ich mir die. Was wir haben, haben wir. Genau. So, und jetzt packe ich die Insekten kurz mal ins Lager, die ich noch habe. So. Die ersten Sachen da. Ich habe ja noch einen Termitenbau gekriegt und ich habe es nicht mitbekommen, aber ich glaube nicht. Okay. Schade. So. Zeig ich mal, was wir für Insekten zu auf. Habe ich nur zwei Stück von? Okay. Das sind echt viele Insekten geworden, langsam. Okay. Die kann man eigentlich auch super nebenbei fangen, nur... So, und da haben wir das Lager dann auch wieder ein bisschen leerer. So viele sollten wir jetzt auch nicht haben. Ach, warte mal, habe ich jetzt den Vogelfalter aus Versehen... Nee. Ach du schon. Das Spinner lasse ich mal drin.
Hasensch. Griller und Griller. Die Honigbiene bringt auch ein kleines bisschen. Grilljungfer lasse ich auch mal kurz noch drin. Hausgriller auch. Was haben wir noch? Ach super, genau richtig. So, einen Moment. Alles klar. Kurze Notiz gemacht und jetzt geht's weiter. Ja, mal gucken, wer heute noch dazu kommt. Vielleicht kommt ja, also Lukas wollte ja später noch dazu kommen und vielleicht kommt noch Luigi dazu. Dann können wir später ja dann noch ein bisschen Mario Kart spielen oder so. Mal sehen. Ach, gucke mal. Der Ezio. Wochenende ist endlich angesagt. Ja, super. Und jetzt schön Rebels gucken. Ich habe vorhin nochmal zwei Kapitel gelesen. Also ich komme gerade ganz gut voran. Ich glaube, mir fehlen noch 150 Seiten oder so. Aber, und ich bin ganz fleißig bei der Liste abmachen. Aber ich bin jetzt gerade Zeit der Rebellen. Also ab Episode 4 schreibe ich gerade, weil für mich so ein paar Sachen. Wenn du eine bestimmte Zeit möchtest, musst du Bescheid sagen. Also ich fange ganz vorne an und da fange ich an zu schreiben. So, Käfer verkaufen. Ja. Es sind aber so viele Hefte, die wir kaufen müssen. Oder ich kaufen muss. Und wie viele du kaufst, weiß ich nicht. Aber ich um alle zu haben. Weil du wolltest ja auch ungefühlt alle haben, ne? So, was gibt's denn für Geld? Hui, das ist viel. Und das waren ja noch nicht mal alle Insekten, ne? Wir können ja noch mehr kriegen. So, schön. Da bleibe ich hier später Rebels umlegen. Ach, okay. Okay. Komme ich auch auf nächste Woche. Ich hoffe, dass ich nächste Woche mit Lego City Undercover anfangen kann. Also deswegen freue ich mich auf nächste Woche. So, ich möchte fliegen. Einmal zur Harvest-Insel. So. Auf geht's. Ich habe übrigens gestern den Film Predator angefangen. Da habe ich aber nur bis zur Hälfte geguckt. Den Rest gucke ich vielleicht heute oder so. Hälfte bei Meisterschüler? Ja, du liest ja viel schneller. Nee, bei mir dauert das ja mit Lesen richtig lange. Ich weiß nicht, ich muss da... Bei Lesen muss ich mich echt... Ja, was soll ich sagen? Da muss ich so Lust drauf haben und da muss ich dann auch richtig da reinkommen in das Buch, wenn das so ein Kapitel ist. Letztens hatte ich zum Beispiel ein Kapitel, das war richtig anstrengend zu lesen, dann ist das auch wieder schwer und... Ja. Eines hat gefehlt, und zwar Gäste, die sich mit uns freuen. Hochzeitsfeier zu veranstalten. Wenn alles herrichtet, würden wir den ganzen Batuga einladen. Was meinst du, bist du dabei? Klingt super. Was? Wie gesagt, wir liegen auch nicht auf der faulen Haut, sondern kümmern uns um Einladungen. Wenn dann alle hier sind, müsstest du doch die Regieanweisung für die Fotos geben. Wenn dann einfach die Kategorie Einwohner um die... Ach, guck mal, jetzt können wir endlich Gäste benutzen. Neue Möbel gibt's sogar. Ja, da machen wir mal eine dicke, fette Party, ne? Eine niedliche, dicke mit rosa und weiß. Am nächsten... Okay. Alles klar. Dann wollen wir uns das doch mal ansehen. Ich würde sehr gerne... Ich verstehe jetzt nicht, was... Ich jetzt dann dekorieren? Ich. Wieso. Hä? Wieso durch die. Ich. So,
Pass. Ich kann keine Möbel aufstellen. Ach. Die Möbel waren weg. Oh. Ein Hochzeitsschild. Die Möbel waren weg. Komisch. Oder gibt es auch noch Varianten? Ja, wir sollen ja alles in rosa und pink lassen. Regen. Oh, das könnte ein schönes Bild werden. Könnte ein schönes Bild werden. Wenn man das irgendwie so macht. Kann man... Also jetzt möchte ich echt mal den Hintergrund ein bisschen umändern, weil das ist kein schöner Hintergrund. Deswegen, ich würde sehr, sehr gerne, also hier den Boden und die Tapete und so. Ich würde sehr, sehr gerne eine Hochzeitsfeier im Freien machen. Ah, nee, das ist mir zu frei. Dann sah schon das andere besser aus. Habe ich irgendwie sowas anderes, was in diese Richtung geht? Nein. Nein. Naja, egal. So einen grünen Boden brauchen wir noch. Einen Wiesenboden oder sowas. Da haben wir einmal den Alpengrund. Das ist jetzt der passende dafür. Und wir haben einmal die Wiese. Ach komm. Wenn schon, denn schon. So. Wie sieht das denn mit den Bewohnern aus? Oh, wir können wirklich... Oh, wir können sogar den Udo und den Harvey mitnehmen. Ja, nice. Ach! Der kleine Zylinder auf. Ist ja süß. Oh, hier können wir uns jetzt richtig austoben. Ja, cool. Guckt euch die mal an. Okay, dann entfernen wir erstmal alle. Und dich entfernen wir bitte auch einmal. Kann ich nicht entfernen. Okay, ja. Also, ich würde sehr, sehr gerne ein Bild machen. Boah, das hätte auch was. Ich würde sehr, sehr gerne ein Bild machen. Mhm. Ja, schade. So, ich guck mal, ob man die irgendwie tanzend machen kann. Und irgendwie so eine... Ich guck mal, ob wir einen Teppich haben, der so ein bisschen tanzbühnenmäßig aussieht. So. Zeig uns mal eure Emotionen. Ah, nee, das ist zu viel Rhythmus im Blut. Und Fetti loben. das können wir gleich machen. Schön. Okay. Ja. Eine Hochzeitstorte, sagt sie auf jeden Fall. Also wir brauchen auf jeden Fall einige... Davon. Natürlich die Torte. Vielleicht ein, zwei Kerzen. So. Also das soll hier irgendwo an der Seite sein. Können wir auch über Eck machen. Kann man ja noch überlegen, ob man da... Ach stimmt, das kann... Oder wartet mal. Dann machen wir das so. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Wir haben ja definitiv auch noch ein paar Küchlein. Ich weiß jetzt nicht... Finde ich ganz gut. Ja. Ich mache das gerade ganz nervös, dass sie da am Tanzen sind. Wo ist denn der restliche Kuchen? Mit einem Berliner? Nee. Einfach noch mehr Kuchen. Einen Pie-Kuchen nehmen. Ich hatte doch so einen Schokokuchen. Garantiert. Hm.
Vielleicht ist das auch so ein Special-Ding oder so. Keine Ahnung, wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Ja, genau. Dann will ich nochmal hier... Wir hatten irgendwo dieses... Genau, davon würde ich gerne ein paar haben. Ja. Wir brauchen... Warte mal, wir hatten aber leider nicht KK, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall aber ein DJ-Pult. Wird jetzt sehr, sehr kreativ, Leute. Da setzen wir den Pierre, glaube ich, dran. So, wo haben wir denn sonst? Also wir haben High-End-Anlagen. Wir brauchen einmal einen Effekt-Rack. Oh. Artwork. Appen. Unterschrift. Pop. Niedlich. Das bitte einmal. Super. Da haben wir das DJ-Pult. Das Set. AK, schick, Hardrock, Wappen, Unterschrift, Pop, ich. Ah. Noch ein eigenes. niedlich finde ich schon okay. Passt dann hier besser. So. Okay. Gut. Wo haben wir. So würde auch richtig gut passen. Oh, der Ottfried. Oder der Udo. Harvey? Also Harvey muss auf jeden Fall auf der Geburtstag. Also der, aber der ist nicht jemand, der, der Musik macht. So. So. Ich glaube, ich würde sogar den dann hinstellen. Alles klar. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch... Ah, ich muss noch überlegen, was, wie wir das jetzt alles noch positionieren. So. Fehlt noch was. Was kann man noch gut da hinstellen? Boah. Kann ich schwer sagen. Also meist streame ich so bis 8. Also gerade spielen wir jetzt das hier noch. Das machen wir. Moment. Jetzt spielen wir noch eine halbe Stunde das hier. Und danach. Danach spielen wir noch ein anderes Spiel und danach vielleicht noch ein Spiel. Mal gucken. Und gleich spielen wir halt so ein lustiges Indie-Spiel. Donut County heißt das. Das habe ich heute noch nicht gespielt, also mal gucken, wie das wird. Liebe Gäste, wir wissen, dass ihr zu Hause sicher viel zu tun habt und so dankbar sind wir für eure Kommen. Oh. Wir möchten heute mit euch die Liebe feiern, die uns immer noch verbindet wie am ersten Tag. Bass hat sich wirklich ins Zeug gelegt, um uns einen würdigen Rahmen dafür zu schaffen. Ja gut, dass wir das Event doch noch gemacht haben, ne? Es macht mich unfassbar glücklich, dass ihr so zahlreich unserer Einladung gefolgt seid. Ich könnte heulen vor Glück. Und jetzt lasst uns alle eine ausgelassene Party feiern. Papier am Klatschen. Also dann, haben alle einen Partyknall zur Hand? Ich stehe da unten. Dann lassen wir es mal knallen. Die Feier geht los in 3, 2, 1. So großartig, hihi. Weiterhin viel Spaß. Das werden wir frisch verheiratet, aber man sollte ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Sag Bescheid, wenn wir Schluss machen sollen. Als du noch im Partylande bist, will ich dich aber natürlich nicht dazu drängen. Okay. Bei beenden. Oh, warte mal. Müssen wir jetzt hier ein Foto noch machen? Jetzt einfach ein Foto. Ist doch ganz nett. Okay. So. Okay. Beenden. Süß. Das haben die echt süß gemacht. Ich dachte, das, da wäre nichts irgendwie noch was Besonderes.
Ein rauschendes Fest, genau, so wie wir uns vorgestellt hatten. Vielen Dank, Bas. Ach ja, ich hätte hier eine Kleinigkeit für dich. Ich hoffe, du findest gefallen dran. Ein Hochzeitstor. Okay. Was mit dem anderen Ding, was neu war? Das Schild? Also ja, brauche ich beides nicht, aber... Und zusätzlich bekommst du noch ein paar Liebeskristalle von uns. Danke. Ich hoffe, genug für die Orgel. Aber noch eine hätte ich schon gern. Witzigkeit hätten wir noch, um uns erkenntlich zu zeigen. Hoffentlich hältst du dich für uns selbst, weil... Was? Das Geschenk repräsentiert unsere unsterbliche Liebe. Ein Teller mit einem Foto von uns beiden. Oh, das ist aber süß. Ein wenig kitschig, ich weiß, aber wir wollten uns mal unsere Liebe mit euch teilen. Nicht wahr, Schatz? Oh. So ist es. Wünsche ja, dass du glücklich wirst mit Rosina und ich, Jüngchen. Oh. Wenn du fest daran glaubst, dann wird es sicher... Ja. Ja, der Harvey, der eigentlich nur die Sachen bereitgestellt hat und das war. War's. Ja. Das wäre einfach heute, aber wir sind... Okay. So, dann brauchen wir nie wieder mit denen reden. Warte mal, ich möchte trotzdem kurz mit Björn reden, wegen den, Moment, sind die jetzt weg? Hochzeitsfotos. Ich will ja nur mit denen reden. Jetzt so, hat Bock auf Jedi Fallen Order. Ich auch. Muss gleich nochmal gucken, wie teuer das ist. Kann ich ja gleich mal machen. Gerne. Wo haben wir... Da. Jetzt ich... Ach nee, wir haben nur 10 Stück bekommen. Jetzt haben wir so wenig bekommen. Voll doof. Naja. Oh. Okay. So, dann hätten wir das hier alles fertig. Und dann geht's auf nach Hause wieder zurück. Ich will nach Hause. Ganz sicher. Ich guck mal nach, wie teuer das aktuell ist. 14,99? Achso. PlayStation Store, ja. Warte mal. 71%, aber ich muss sagen, 14,99 ist ein super Preis. Also ich habe ja bei mir gesagt, ich kaufe es für 10. Aber ich glaube, das liegt dann an der PS4, ne? Und nicht, So, ich guck mal kurz nach. Habe ich noch Origin installiert? So. Das gerade nicht. Ah. Ja, Tatsache. Stimmt, gibt ja auch noch die Deluxe. Und Geld, ja. Ja, ich habe für diesen Monat auch kein Geld mehr. Aber jetzt, wann haben wir das gekauft? Vorgestern? Und jetzt habe ich ja Blossom Tales gekauft. So ein kleines Indie-Spiel. Online gucken. Ach, Tatsache, ich kann auch online gucken, dann brauche ich gar nicht über das Ding. So. Dann zeig doch mal Jedi Fallen Order. Deluxe ab. Ach nee, dann das nur das Upgrade, ne? Also, das Upgrade scheint 10 zu kosten. Ah, okay. Also die Standard-Edition kostet 40 und die Deluxe-Edition kostet 50. Nee, das sehe ich auch nicht. Das sehe ich definitiv ein. Das beinhaltet Skins, Artbook und Cutscenes. Ja, Cutscenes würde sich bei mir total lohnen. Weil ich mir die gerne nochmal angucke. Zusätzliche Cutscenes oder die aus dem Spiel? Weil eigentlich müsste das ja auch schon in der normalen drin sein.
Ja, ich finde das schade, dass es für den PC eigentlich selten mal so eine limitierte Edition, also ich sag mal, dass man dort das Spiel auch standardmäßig einfach so kaufen kann. Eigentlich sehr selten. Das ist ja meistens immer, ach Mann, jetzt... So. Dass man den dann immer irgendwie über Umwege dann... Ahnung. Also man kriegt immer eine physische Version, aber da ist keine Disc dann drin, sondern immer nur... Download-Code, dass du das runterladen kannst, da kann ich mir das auch direkt digital holen. Insekten nicht einfach jetzt fangen. Ich wollte einfach nur ein paar mitnehmen. So. Geh weg, das wäre eine super Sache dann. Ach, jetzt hat er mir doch Origin aktualisiert. Okay. Oh, das war ein großer Fisch. Das war bestimmt nur ein Barsch. Oh, da ist es. Der war ein bisschen geil. Da oben habe ich gerade einen Schmetterling gesehen, der ein bisschen komisch aussah. Und jetzt nicht mehr sehe. Der war gelb. Das ist zwar nicht der da unten. Telefon oder 2, Munkelmann 20. 2023, dann ist das aber schon sehr frühes Munkeln. Also ja, also ich halte das auch für sehr wahrscheinlich, dass das Spiel noch erscheint, aber... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das jetzt schon, dass man jetzt schon für ein Spiel, was in 2 Jahren erscheint, jetzt schon weiß. Also so viel weiß. So, einen Moment. Ich hab's jetzt hier. Auf Steam. Dann bist du doch. Jedi Fallen Order Deluxe Edition. Kostet gerade 20 Euro. Nee, 15. Nee, das Spiel kostet normal 15,99 und die Deluxe-Version kostet 20. Oh. 8. Juli endet die Aktion. Was habe ich. Was ist denn hier in den. Nein, 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 nein. Was ist denn da drin? Kann ich gar nicht sehen. Hier. Skin. Achso, da jetzt habe ich. Kosmetik-Skin für BD1, Kosmetik-Skin für Stinger Mantis, digitales Artbook und Director's Cut hinter den Kulissenvideos mit mehr als 90 Minuten Material von der Entwicklung des Spiels. Aber das ist schon krass, dass man 10 Euro mehr für sowas zahlt. Gar nichts, was mit so einer. Achso, okay. Der Serien-Connect. Boah, das wäre geil. Aber sieht ja momentan so aus, ne? Ja, bei Leaks muss man halt immer sehr vorsichtig sein. Gut aus, aber das verdeckt so viel. Also besonders bei so Sachen, die halt noch in der Zukunft sind. Deswegen meinte ich das, weil eigentlich sind meist Leaks so Sachen, die halt in einem nächsten Jahr erscheinen oder sowas. Aber obwohl, warte mal, 2023 hast du. Also ich sag mal, nächstes Jahr wäre ja auch theoretisch möglich, ne? Wurde mir bei Google vorgeschlagen, Artikel. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? So, dann würde ich sagen, dann verkaufen wir noch eine Fuhre Insekten und dann würde ich noch ein bisschen hier an der Insel arbeiten. Das auch. So, dann schaue ich mal. Immer von unten nach oben am besten, weil dann haben wir auch ein paar seltene Insekten, die wir verkaufen können. Die
Hier unten geht's. Flo, Flo, Flo. Noch ein Flo. Mücke, Mücke, Mücke. Fliege, Fliege, Fliege. Ja, hab ich hier rausgenommen? Achso, die Gea Exotica habe ich rausgenommen. Hirschkäfer, Hirsch, Hirsch. Säge, Säge, Säge. Japan, Japan, Japan. Auch nicht. Ficht, Ficht, Ficht. Geigenkäfer. Achtkäfer. Aufkäfer, Stinkkäfer. Da haben wir auch ganz viele. Wasserläufer. Schwimmkäfer. Bauwurfsgrille. Grilljungfer. Ich habe auf jeden Fall. Ja, genau. Das Honigbiene habe ich auch noch eine. Habe ich auch. So. Wieder so viele Nasenschrecken. Atlasspinner. Und da. Nein, nicht den. Ah, jetzt die Tasche voll. Okay. Habe ich schon gefragt, wann ist denn die Tasche mal voll? Okay. Ich pack, glaube ich, mal den Bildstab in Lager. Dann kann ich auch den letzten. Gut. Zeit geht gerade so langsam voran. Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, was können wir denn heute als nächstes in der Stadt eigentlich bauen? Ich würde sagen, vielleicht gucken wir mal so ein bisschen in den Wald rein. Ich bin auch am Überlegen, ob wir heute das Museum mal umpositionieren, beziehungsweise mal am Strand stellen oder sowas. Ich habe ja schon letztens gesagt, dass man mal guckt, ob man ein paar Sachen davon überhaupt ein bisschen wegkarrt. Etwas anderes? Käferverkauf. So. Nehmen Sie bitte alle mit. Ich brauche sie. Ich will nur das Geld haben. Mal gucken, was der mir gibt, ne? Also das sind ein paar teurere Exemplare. Jetzt nicht unbedingt viel teuer, aber... Ja, 50.000 ist okay. Ach, und wir können wieder zur Bank gehen. Schön! Schön, schön, schön. Ja, oder, also ich glaube, ich lasse das Museum doch da erstmal stehen. Da kann man ja gucken, wie man das dann drumherum alles baut. Also ich würde das drumherum erstmal mir anschauen. Oh, Moment. Ich habe mich auch vertan. So. Obwohl, so viel würde ich jetzt gar nicht machen. Nur einmal kurz, wegen den ganzen Sachen. So, und bald wieder 1 Million zusammen. Schön. Ich komme auch in dem Spiel gar nicht voran, ne? Aber ich habe auch keine so große Lust, das Spiel heute so stark voranzubringen, deswegen. Alles klar, viel Spaß dabei. Man hört sie. Ja. Genau, also, was wird... theoretisch machen könnten, wäre noch ein paar Steine weghauen, damit wir hoffen, dass die da irgendwie in der Richtung spawnen. Also wie ich schon meinte, hier würde ich sehr, sehr gerne diese Lilliput-Stadt hinmachen. Wie sieht das denn? Genau, der Weg würde hier oben hinführen. Wir könnten den theoretisch... Den könnten wir eigentlich auch direkt in diese Stadt reinlaufen lassen. Also ursprünglich war ja geplant, dass wir das auf der anderen Seite machen. Was auch gut ausgesehen hätte, weil das würde direkt an diesen Weg anschließen mitunter. Einigermaßen. Fände ja cool, wenn man irgendwie Schrägen selber herstellen könnte im Spiel. Dass man die vielleicht nicht so ganz sieht. Vielleicht gibt es auch irgendwie sowas, was man benutzen kann.
Also hier habe ich ja schon gesagt, ich glaube, das kommt weg. Das links bleibt trotzdem einigermaßen. Also es wird kleinert nur hier, der Berg. Dann wird das hier wahrscheinlich dieser Partyberg oder so. Ich habe keine Ahnung, ob wir das da machen sollen. Partyberg. Das ist hier auch die unterste Ebene. Gefällt mir auch nicht. Der unterste. Jetzt alles nochmal umändern. Ja, und außerdem, also der Weg bleibt hier. Und der Weg bleibt hier auch. Und ich würde auch sagen, die würden halt schon erhöht, hier unten bleiben. Da muss man nur gucken, was man jetzt hier macht. Oder wie man, was man hier daraus jetzt zaubert. Aber ich habe noch gar keine Ahnung, wie. Also wie gesagt, wenn man hier diese Stadt anschließt, dann finde ich das ganz knuffig. Und hier irgendwie diesen... Obwohl, nee, hier sollte ja eigentlich direkt der Japan-Bereich anschließen. Die Lilliput-Stadt sollte hier eigentlich weiter links sein. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich nicht. Haben wir gar keinen... Doch, wir haben... eine Kleinigkeit machen. Bin gerade um. Fisch würde ich noch mitnehmen. Ich fand ja die Idee cool mit der Pokémon-Stadt, aber das war einfach unnötig. Einfach mega unnötig. Das hätte auch viel zu lange gedauert. Nee. Ich wäre ja am Überlegen gewesen, gerade die Blüten nochmal mitzunehmen, aber warum? Nee. Ich bringe den Fisch jetzt rein und ich glaube, dann reicht das auch. Okay. Wegen den ganzen Sachen müssten wir auch mal überlegen. Also wegen den Insektensachen, die wir jetzt doppelt haben und sowas. So viele von den Federn, ne? Können wir eigentlich alle abgeben, auch hier. Ah, ich bin mal überlegen. Ob man vielleicht von jedem wirklich nur einen Stack behält, auch mal die ganzen Zäune verkaufen und sowas. Warum soll man die behalten, ne? Von denen könnte man auch einen Stack zusammenbauen und dann auch lassen. Sieht das eigentlich gerade an der Muschel vor? Ne, haben wir auch nicht. Sonst hätte ich jetzt gesagt, vielleicht haben wir noch ein paar von den kleinen Muscheln, haben wir aber auch nicht. Nee. Wir müssen auch noch überlegen, wo wir das Museum hinbauen, ne? Also das andere Museum, das wir aus dem anderen... Das wir aus dem anderen Haus bauen. Naja, egal. Komm, wir machen jetzt aus. Dann spielen wir gleich Donut County. Noch ein Belegen. Ich glaube, ich hole mir gleich mal was zu trinken. Lüften wir einmal kurz durch, aber nur ganz, ganz, ganz kurz. Cool. Oh. Oh. So. Ja, also ich bin am Überlegen, wie wir das mit Animal Crossing noch machen, aber ich guck mal. Ich habe gar keine Ahnung, wie, wo, was, warum, wieso. Müssen wir uns noch überlegen, deswegen werden wir aber schon. So. Und wir haben trotzdem ein bisschen gemacht. Da bin ich ganz froh drüber. So, aber jetzt beenden wir erstmal Animal Crossing. Dann würde ich sagen, dann gucken wir, wann wir hier weiterspielen. Was wir dann machen.